Wir fahren ja hunderte von Marketingkampagnen für unsere Kunden im IT, Software und Consulting B2B. Und dabei schauen wir uns natürlich immer die direkt messbaren Ergebnisse an. Also sowas wie Cost per Click, Cost per Lead, Cost per Action und so weiter. Aber es gibt noch einen super spannenden Effekt, den vielleicht sogar stärksten, der sich gar nicht direkt messen lässt. Und das ist der sogenannte Shadow Funnel, der Dark Social Effekt. Was es damit auf sich hat und mit welchen zwei simplen und kostenfreien Tools du diesen Effekt für euch nutzen und sichtbar machen kannst, das siehst du jetzt. Also, auf geht's! Ich bin Michael Assauer und hier auf diesem Kanal bekommst du jede Woche Strategien, Taktiken und Vorlagen für B2B-Marketing, das Wachstum und Verkaufsgelegenheiten bringt. Diese Woche hatte ich einen Workshop mit einem Kunden aus der IT- und Cloud-Services-Branche. Seine Werbekampagnen auf LinkedIn und Google, die schalten wir jetzt so seit ein paar Monaten und er erzählte mir, dass sie in letzter Zeit ordentlich neue Kunden gewonnen haben, dass sie auf Messen von Interessenten fast schon belagert werden und dass Interessenten sie sehr häufig kontaktieren. Nur komisch war, auf direktem Wege aus den Werbeanzeigen heraus buchen sich Leads selten sofort einen Termin. Was ist da los? Das wollten wir rauskriegen. Wir haben dann eine sogenannte Google Brand Search Recherche gemacht, um rauszukriegen, was seit dem Start der Kampagnen im Hintergrund passiert ist. Also dort, wo man keine direkte Aktion aus der Werbeanzeige messen kann. Wir haben also den Shadow Funnel sichtbar gemacht. Und siehe da, die organischen Suchanfragen bei Google nach diesem Anbieter sind in den letzten Monaten stark angestiegen. Das war schon mal Hammer zu sehen. Oder ein anderer Kunde schrieb uns nur ein paar Tage nach Start der Werbekampagne so ein bisschen überrascht: Mit 3 Interessenten sind schon Demo-Termine geplant und außerdem haben wir deutlich mehr passende Website-Besucher über Google. Wie genau ihr diesen Effekt für euch nutzt und indirekt messen könnt, das gehen wir jetzt mal im Detail durch. Zunächst aber erstmal, was ist überhaupt der Shadow Funnel oder Dark Social Effekt? Grundsätzlich ist es ganz einfach nicht verfolgbarer, nicht messbarer Traffic, der entsteht, sobald ein Anbieter sichtbar in der Zielgruppe wird, durch bezahlte oder organische Marketingmaßnahmen. Ihr kennt es selbst, ne? Also du siehst eine Anzeige, vielleicht klickst du drauf, meistens klickst du nicht drauf, aber die allerwenigsten klicken drauf und gehen dann auch noch auf die Seite des Anbieters und buchen sich dann auch noch sofort eine Demo oder einen Termin. Und erst recht kauft natürlich keiner direkt, einfach nur, weil er gerade eben auf eine Werbeanzeige draufgeklickt hat. Es sind vielmehr regelmäßige Touchpoints auf unterschiedlichsten Kanälen notwendig, gerade im B2B mit langen Verkaufszyklen natürlich. Also wir googeln nach dem Anbieter, wir besprechen ihn mit unseren Kollegen, diese googeln ihn wiederum, wir senden den Link zur Firmenwebseite einfach mal im Firmenchat an andere, wir merken uns den Anbieter für später, wenn wirklich das Bedürfnis bei uns aufkommt, wir lesen Bewertungen, wir erkundigen uns und dann irgendwann, wenn der Bedarf bei uns im Unternehmen wirklich gereift ist, wenn vielleicht eine Entscheidung gefallen ist, sich einen Anbieter zu suchen, dann kontaktieren wir ihn über LinkedIn oder einfach das Kontaktformular auf der Webseite. Oder natürlich, wir rufen auch einfach mal an. Und diese Kontaktaufnahme, die lässt sich jetzt nicht mehr direkt auf die initiale Werbeanzeige zurückführen, trackbar, messbar. Sie ist aber sehr wohl daraus entstanden. Also, was kannst du tun, um noch mehr vom Shadow Funnel und dem Dark Social Effekt für euch zu profitieren? Mach's den Leuten einfach und incentiviere sie dazu, sich eure Webseite zu speichern, euch an Kollegen weiterzuleiten, euch bei LinkedIn zu kontaktieren, euch einfach auf dem Zettel zu behalten für den Moment, wenn sie euch brauchen. Zum Beispiel nutzen wir in Werbeanzeigen häufig eine Handlungsaufforderung, Call to Action, sowas wie leite unsere Seite gerne an die richtigen Kollegen bei dir im Unternehmen weiter. Und natürlich sorg auch dafür, dir ein Netz der Sichtbarkeit aus Werbeanzeigen und organischem Content aufzubauen, sodass eure Kunden euch dauerhaft und regelmäßig überall im Internet sehen und immer wieder an euch erinnert werden. Hier spielt dir der sogenannte Mere Exposure-Effekt übrigens sehr in die Karten. Dieses psychologische Phänomen, das sagt vereinfacht ausgedrückt, je öfter wir eine Person oder eine Marke wahrnehmen, desto mehr Vertrauen bauen wir zu ihr auf. Das ist ein super spannender Effekt und da habe ich auch mal ein Video hierzu gemacht. Schau dir dazu gerne mal die Folge hier im Kanal an, namens Wie der Mere Exposure Effekt
euer Marketing auf 120% katapultiert, verlinken wir hier rund um diese Folge. Also, wie machst du den Shadow Funnel oder eben Dark Social Effekt sichtbar und messbar für euch? Dafür bekommst du jetzt zwei Tools, die du sofort für euch nutzen kannst. Tool Nummer 1 hast du vorhin schon kennengelernt, das ist die sogenannte Google Brand Search Recherche. Dafür brauchst du ein aktives Google Ads Konto. Geh also in den Google Ads Manager und klicke links auf Tools, dann auf Keyword Planner, dann auf Suchvolumen und Prognosen abrufen und dort gibst du einfach mal die Keywords rund um euren Markennamen ein, wonach Leute eben suchen könnten und den Zeitraum seit Start eurer Kampagnen, also jetzt hier in unserem Beispiel X-Hauer, X-Hauer Media, X-Hauer Erfahrung, X-Hauer Bewertungen, mein Name, Michael Assauer und sieh da, wie der organische Suchtraffic rund um diese Begriffe zu uns immer weiter ansteigt. Cool. Ja, und Tool Nummer 2, das ist die sogenannte Open Self Attribution. Eigentlich ganz simpel, weil was technisch nicht messbar ist, das können wir einfach erfragen. Bau also zum Beispiel in eurem Kontaktformular auf der Webseite ein Feld ein mit der Frage, wo hast du zuerst von uns erfahren? Wichtig, gib hier keine vorformulierten Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, sondern lasse die Interessenten dann Freitext eintragen. Und auch im Sales-Prozess, die erste Frage beim Gespräch oder beim Demo-Termin, die sollte immer sein, hey, cool, dass wir uns sprechen, darf ich fragen, wo hast du eigentlich zum allerersten Mal von uns erfahren? Die Antworten könnt ihr dann super intern clustern und auswerten. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Also, nutzt den Shadow Funnel und Dark Social Effekt unbedingt in eurem Marketing und wichtig, mache ihn sichtbar für euch. Falls das Video hier hilfreich für dich war, dann gib ihm natürlich super gerne einen Like, einen Daumen hoch und klick unbedingt auch auf Abonnieren für den Kanal. Wir haben wirklich Hammer-Inhalte für die nächsten Wochen in der Pipeline. Natürlich wie gewohnt immer inklusive allen Vorlagen, Schablonen direkt aus der Praxis. Die kannst du dann sofort für euch anwenden. Ja, und falls du mal Hilfe beim Aufbau eurer Marketing-Infrastruktur gebrauchen kannst, dann weißt du ja, wo du mich findest. Sprich mich jederzeit gerne einfach auf LinkedIn an und dann schau mal einfach, ob und wie ich euch helfen kann. Ja, und jetzt, um gute Sichtbarkeit bei LinkedIn zu bekommen und den Shadow Funnel auch wirklich von oben zu befüllen, empfehle ich dir als nächstes diese Folge hier anzuschauen, namens Irre LinkedIn-Reichweite, 5 Hacks, die du noch nicht kanntest. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, dein Michael Assauer.